Willkommen zu einer dritten Runde hier direkt live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live natürlich. Wie sollte es anders sein? Ja, Teil 4 ist es sozusagen schon, obwohl wir jetzt die dritte Runde haben. Was für ein Marathon. Ja, gibt es auch nicht alle Tage. Was war das letzte Mal? Ja, hier haben wir den Söldner mit dem Pfeil endlich zugrunde gerichtet. War auf jeden Fall ein harter Brocken, selbst wo wir jetzt endlich dieselbe Stufe erreicht haben. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten. Und dann haben wir gleich mal sein Rüstungsteil angelegt. Ja, ein schöner Wandteppich. Okay, und dann machen wir jetzt mal weiter. Schön, dass die Sachen natürlich abgehakt sind. Aber das heißt nicht immer, dass sie komplett fertig sind, sondern man muss dann auch nochmal zurück. Nicht wahr? CUs. So. Questos. Ja, hier sind wir schon mal ein bisschen eingeladen worden. Aber wir brauchen erst Stufe 25. Das wäre jetzt glatter Selbstmord. Selbst davor. Und weg zu sein. Wo ist das hier? Ich habe jetzt nicht es finden können, wo das... Ja, der Tempel ist unweit der Insel des Zeus. So, Insel des Zeus. Wo soll das sein? Eine Insel muss eine Insel sein. Das ist ja auch eine Insel. Aber ich wollte eigentlich mal dahin gehen, wo sozusagen noch kein Mensch vorher gewesen ist. Das könnte es natürlich auch. Oder ist vielleicht doch eher das. So, wir setzen hier wieder den Marker. Rufen jetzt trotzdem mal das Pferd. Ja. Ja, dann hätten die dem anderen Team mal sagen sollen, dass GPS auch hier nicht so gut funktioniert. Was schneller oder Bella? Gehen einfach hier rüber. Wir schauen mal hier durch. Ich mach jetzt einfach mal hier. Jetzt habe ich doch tatsächlich die Ziege angegriffen. Sternenobservatorium, neuer Ort. Okay, cool. Kommen die hinterher? Nein. Alles. Sag mal kurz, was ist denn hier oben noch? Aha. Moment mal, das war gar nicht so verkehrt. Wir gehen gleich mal direkt hier hoch. Richtig krasse Rüstung. Gibt bestimmt wieder, wenn man eine volle Rüstung hat, wieder bestimmt so einen Bonus. Das wäre schon sehr, sehr nice. Ort synchronisieren. Impuls. Ja, den aufgeladenen Angriff haben wir jetzt auch drauf. Dank des Upgrades. Dum, 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 dum. Was ist mit dir hier los? Er entspannt sich hier. Oh, sobald die den Bogen gezogen, hauen sie alle ab. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Geh doch mal hoch. Aber die Markierung. Da muss ich hier Feuer zünden. Diesen. Macht er das automatisch? Bitte was? Na? Macht er das? Nanu, Bayek hat das automatisch gemacht. Was ist denn da los? Hm.
Hier fährt wahrscheinlich was. Synchronisierung ist wo? Ach, hier oben bei dem. Oh. Aha. Ist das die Insel? Oder dann doch da hinten? Wo habe ich denn die Markierung gesetzt? Da hinten? Da unten. Na, da gehen wir da mal hin. Denn da ist da noch ein Fragezeichen, sonst kriegen wir sie nie raus. So, synchronisieren. Synchronisieren. Synchronisation beendet. Sternobservatorium. Icarus-Wahrnehmung erweitert. Okay. Plus 45. Wir springen mal lieber hier rüber. Ah. Ja. Wieder der Wolf. Wow! Bestienschreck. Oh, aber gut getroffen. Sieht aus, als wäre er... noch am Leben. Das ist ja... Man sieht sogar noch den Pfeil. So, versuch das auch mal. Was ist das hier? Ah, Olivenholz, ja. Du bist in der Nähe deines Ziels. Hi. Die Kette. Jawohl, ich hab's endlich gefunden. Oh mein Gott. Sehr schön. Puh, ja. Gut, hätte er auch anders sein können. Wie machen wir das jetzt mit denen? Ah, okay, ich kann... Okay. Leicht und mittel geht, nur Insel des Zeus, ja. War ich schon bei Origins nicht so für Gold, aber der Effekt ist echt nett. Schatz plündern. So. Ich will doch mal woanders hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Halskette. Jagdgürtel. Okay. Und abgeschlossen. Das reicht mir fürs Erste. Weg mit dem Wasser. So, dann schauen wir gleich mal rein. So, hier. Okay, der ist wieder gewöhnlich. Vier Krieger. Ja, komm. Oh, okay. So, was haben wir hier noch? Ihre mythologische Beziehung war zwar mehr als kompliziert, doch Kephalos schenkte seiner Gallin Okris diese wunderschöne Halskette. Ja.
Das ist ja echt nett von ihm gewesen, dass er das überhaupt gemacht hat. Gut, wir wurden nicht angegriffen von den Haien. Ich meine, die könnte ich doch vielleicht mit dem Bogen von oben weg schießen. Oder geht es überhaupt? Oh Gott. Was zum Teufel? Oh, okay. Und jetzt den noch. Was? Ich habe keine Pfeile mehr. Scheiße. Ja. Na gut. Dann sind die eben weg. Dann können wir jetzt zurück. Kehre mit der Halskette zu den Gemüsehändlern zurück. Ah, okay, dann ist die Aussichtsplattform aktiviert und ist dann grün. Schön. Alexius schwimmt bis zum letzten. Okay. Nicht schlecht. Mal gucken, wie kommen wir jetzt hin? Wir müssen. Oh, bis hier hinter. Moment mal, aber können wir hier? Aha, alles klar. Oh, das Pferd kommt sogar, okay. Ist nicht zu nass. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah! Oh, hier sind noch ein paar Wölfe, okay. Okay, jetzt hier lang. Jetzt geht's hier lang, okay. Also hier den Weg zurück. Es war ja schon in Origins so, dass die Pferde dann unfassbare Umwege genommen haben. Okay. Kommen wir jetzt nochmal bei dem. Das ist das kleine Lager, oder? Oh! Eptos Bucht, okay. Die Aussicht ist schon schön. Das muss ich schon sagen. Kefalenia. So viel Witter hier. Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier unten. Okay. Es gibt bestimmt einen Erfolg, wenn man nichts stiehlt im ganzen Spiel. Ja, okay, wir sind auf der richtigen Spur. Ah, das ist noch ein Wandgemälde. Hier rum jetzt? Achso, das macht vielleicht hier rum, okay. Na, Moment, das ist mir jetzt zu weit. Ja. So, wir gehen mal hier direkt geradeaus. Nein, wir kämpfen jetzt nicht, wir gehen bis dahin. Wir sind gleich da. Akalaki-Höhle, okay.
Und da sind wir schon. So, hier, bitteschön. Du hast sie. Das ist die Halskette. Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Sie muss ihm gefallen haben. Wir können endlich weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Neue Gravur freigeschaltet, plus 6% Gesamtrüstungswert. Cool. Best 1500. Jawohl. Ach, ich liebe diesen Effekt. Schaden und Gesundheit verbessert, sehr schön. Ja gut, wenn wir uns das aufsparen, dann können wir halt versetzt nach und nach freischalten. Okay. Die Pfeilsachen wird dann eher speziell sein. Was ist denn eigentlich hier unten mit dem hier? Okay, gucken wir mal kurz. Achso, das haben wir jetzt schon drin. Ach, da können wir das... Ach ja, taktisch angreifen, okay. Ikaros zu steuern. Genau, da ist nämlich Ikaros, nicht Ikarus. Darf man nicht vergessen. Moras, nein! Das ist unfassbar. Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Alles gut bei dir? Schön, dass du reinschaust. Oh mein Gott, love, ich will das... Wie ist das Game? Also, grandioser Einstieg. Da du ein bisschen schon was verpasst hast, ist schon die vierte Session, kannst du es gerne auf YouTube auch angucken. Alles hochgeladen. Hat sogar geklappt. Schön, dass du reinschaust. Freut mich. So, wir sind hier gerade mal ein bisschen im Menü. Also, boah. Wie gesagt, legendäres Fazit kommt am Ende der Kampagne, aber auf jeden Fall mächtiger Einstieg. Mächtig. So, was können wir als nächstes machen? Laufwege? Oh, aha. Während du Ikaros steuerst, um Gegner anzugreifen, kämpfst du gegen mehrere Gegner, greift Ikaros automatisch einen von ihnen an. Oh, da muss ich noch 24 machen. Das ist so cool, man kann das freischalten, dann upgraden, das gefällt mir richtig gut. Attentat ist klar. Todessprung, aber gibt es auch einen Doppelkill? So vorbeigehen, so zack, à la Revelations. Schaden aber nicht tödlich und dann ab Stufe 20 keinen Schaden mehr, keinen Fallschaden. Oh, das ist nice. Oh mein Gott. Ja. Ist ja, wie du noch weißt, auch verlinkt im Kanal und dann kommst du da direkt drauf. Pfeifen, ja, genau. Was ist das hier? Waffenknecht. Ach, stimmt, da kann man eine zweite Waffe ausrüsten. Hör auf zu reden, spiel einfach weiter. Ausrüsten. Ausweichen, um zu parieren. Oh! Boah! Ja, wir machen auf jeden Fall den Sparta-Tritt. Adrenalin. Ich kann nicht mehr lesen heute. Adrenalin. Viele Fähigkeiten werden durch Adrenalin angetrieben, das sich aufbaut, wenn du Treffer landest, erfolgreich ausweichst, gegnerische Angriffe parierst oder andere Aktionen ausführst. Wenn eine Fähigkeit eingesetzt wird, wird ein Adrenalinsegment verbraucht und muss wieder neu gefüllt werden. Alles klar. Ich habe das nur auf der Gamescom gesehen. Habe so ein Schild bekommen, das hängt jetzt an meiner Wand. Oh, nice. Cool. Schönes Schild. Ach, jetzt können wir wieder zuweisen. Okay, ja, dann machen wir mal auf A. L, B und A. Ja, das kriegt man hin. Kann ich das auch mal so ausprobieren? Moment, ich will jetzt hier keinen Zivilisten umbringen. Jawohl! Ja, das lädt sich natürlich schneller auf. Ja, genau. Man müsste jetzt eigentlich noch sagen, Sparta, das wär's. Aber das gibt's bestimmt wieder im DLC für 30 Euro nachzuladen. Ja, cool. Sehr schön. Stufe 6 sind wir schon. Coole Sache. Okay, ja. Dann haben wir das jetzt. Dann geht's weiter mit der Hauptmission. Schicke Gäste. Odyssee. Quest. Empfohlene Stufe 6. Haben wir gerade bekommen. Sehr schön.
Alexius hatte genug von Markus' Plänen, aber der Spaß war noch nicht vorbei. Unbekannte Besucher hatten auf Kefalenia angelegt und Markus war sicher, dass sie seinen Plänen im Weg stehen würden. Aktuelles Ziel: finde und töte die Neuankömmlinge und bekomme irgendwelches Zeug. Okay. Ach, hier müssen wir hin. Ah, vor dem musst du aufpassen. So, wir rufen mal das Pferd. Steht immer noch im letzten Teil fest, ja. Origins. Also ich ziehe ab und zu mal ein paar Vergleiche, was es schon gab, was es noch nicht gab. Das ist schon ganz interessant. Ja, wirst du bald geschafft haben. Ich habe das... Ja, ich habe wirklich alles komplett zu 100%. Mit den herunterladbaren Inhalten. Das andere, was ich jetzt noch nebenbei mache, ist jetzt noch Shadow of the Tomb Raider. Da bin ich auch am Sammeln für 100%. Ansonsten ist das auch abgeschlossen. Und das ist jetzt hier das aktuellste, neueste Project from the Gaming Lounge. You know what I'm saying? Ja, ich freue mich total hier. So, Moment, was hat denn der jetzt für eine Stufe? Bleibt es bei dem so? Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ja, ich wollte mir deine... Ja, hör mal auf zu schubsen, das war ein Versehen. Ach, der hat auch dann gleich Stufe 6. Ach, die wachsen also mit mir mit, okay. Hey, Pferd! Haut einfach ab hier, was soll das? Ach, das ist ja interessant, die wachsen also mit mir mit, okay. Letztes Mal noch Stufe 4 gehabt. Interessant, okay. Da muss ich also weiterhin aufpassen. Komm schon. Und los. So, ich muss mal kurz hier durch, Leute. Bist du an der PS oder Xbox? An der Xbox spiele ich. Uncut natürlich, ja. Was anderes kommt mir gar nicht in die Lounge. So. Oh, ich bin schon hier rein. Ach. Das machen die Pferde in Origins auch. Die laufen dann manchmal direkt rein, aber diesmal war ich dran schuld, weil ich GPS nicht an hatte. So, darf ich auch mal zuschlagen? Er holt ein bisschen zu weit aus bei dem Wladimir-Stoß. Wie gesagt, ich komme noch gar nicht klar. Boah! Haha, ich liebe diesen Tritt. Meister des Speers. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ey, lass das mit den Pfeilen, das ist unfair. Also entweder kann ich mich später nochmal selber heilen oder das ist wirklich immer nur... Am Ende, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Boah! Lass mich mal die Waffe vergiften. Weg, weg, weg! Wow, wow, wow! Ach du Scheiße! Komm schon! Okay, der ist weg. Spring! Ach du Scheiße. Warum kann ich mich nicht heilen? Also das macht's echt schwer. So, warte mal. Ja, da gehe ich jetzt mal hier hoch. Und tschüss! Oh! Okay, das war jetzt krass. Also. So, Impuls haben wir auch schon, zum Glück. Da hinten ist noch einer. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Ach, verdammt. Hab ich voll vergessen.
Moment mal. Moment. Ich nehme jetzt mal eine andere Waffe. Fällt mir gerade ein, wir haben den ersten Söldner vernichtet. Hey, wie war es? Unentdeckt? Ach, dann werden wir bloß einge... Ach so ist das. Wow. Oh, mit Schild. Aber ich habe gesehen, wir bekommen was Cooles für ein Schild. Dass wir da auch eine Chance haben, weil sonst können die sich ja immer in einem Schild verstecken. Nein, ich wollte jetzt eine andere Waffe nehmen. So, den Speer nehmen wir jetzt mal raus. Oh ja, ich nehme mal die schnellen Klingen hier. Wow, wow, wow! Oh Gott. Also es gibt, wie gesagt, Parieren. Und dann gibt es natürlich auch noch, wenn die diese Aufladungs... Oh! Oh! Oh. Wow! Yeah. Oh! Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Ja, super nice. Bleib, wo du bist. Du wirst es lernen. Ja, bleib mal lieber, wo du bist. Und dann habe ich gesehen, bei dem ersten Söldner, wenn die diese Aufladungsangriffe machen, man kann die so, ja, so wie blocken, so ein bisschen so, oder, ja, zurück, ja, ein bisschen stoppen, so. Kann man gar nicht richtig erklären. Ja, musst du mal beobachten. Bleib, wo du bist. Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht, aber dann hörst du mein Angebot nicht, sagt. Sieht der aus? Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige. Aha. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster. Mensch. Der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Aha. Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Woher weiß der unseren Namen? Was ist da los? Wer bist du? Genau. Du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. War es das Totentuch von Penelope? Wo genau soll ich suchen? Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Was? Der hat es echt? Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Aber wir waren doch ganz am Anfang dort drin. Da war doch gar nichts, oder? Also schön, ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es.
Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldner? Versag nicht. Hm. 105 Drachmen. Schicke Gäste. 1700. Oh. Totentuch. Okay. Ja. Ja, da wir nichts anderes haben, nehmen wir natürlich das. Penelopes Totentuch Odyssey Quest, empfohlene Stufe 6. Im Auftrag des mysteriösen Elpenor wollte Alexios das mythische Totentuch der Penelope zurückholen. Elpenor sagte, seine Wiederbeschaffung sei wichtig und Alexios wollte herausfinden, warum. Aktuelles Ziel: Finde und beschaffe Penelopes Totentuch. Die Diebe sind noch in der Nähe von Kefalenia. Sie sind im Süden der Insel Ithaka. Sie haben Odysseus' Palast besetzt. Oh, da bekommen wir zum ersten Mal eine Kopfbedeckung. Das ist cool. Jawohl, nehmen wir mit. Okay. Hm. Das ist es doch, oder? Odysseus Palast. Ja. Können wir das Schiff hier nehmen? Das hier? Ja. Gehen wir mal zum ersten Mal auf das Schiff. Kommando übernehmen. Männer, seid ihr bereit? Let's go. Oh mein Gott, ich will das so dringend spielen. Unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen. Und dann habe ich Gehalt endlich. Ja. Greif zu. Greif zu. So. Das ist jetzt hier wie Origins. Ah ja. Okay, das erste Mal am Boot fahren. Ah. Was schwimmt denn da? Eine Kiste. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Okay, und das. Krass. Da muss er mit Ikaros. Extrem gut verbunden sein. So. Schlecht. Okay. Bisschen warm kämpfen. Ach, ich sag ja, hier waren wir ja schon mal. Moment mal, steigen die Level? Ist es jetzt bei allen so? Die haben jetzt genau dasselbe Level wie ich. Obwohl, Moment mal, das letzte Mal. Doch, ich glaube, die hatten das schon. Ich habe keine Pfeile, verdammter Mist. Okay. Oh. Shit. Ach, komm, hör auf. Boah, und die greifen sofort mit Giftpfeilen ein. Ach du Scheiße. Zack, weg mit dir. Boah, das ist jetzt noch über. Bam. So cool. Der dritte ist grandios. Boah! Okay, das muss ich noch. Boah, die Frauen sind hier auch mega krass. Jesus. Zuerst mal selber Gift nehmen. Zack, zack, zack. Oh, shit. Was war denn das jetzt? Hat er mich selber getreten? Boah, mit Sprungangriff. Ich werde nicht mehr. Zack! Ja, ich bin gleich tot. Scheiße. Alchemist, füge 200 mal Schaden über Zeit zu. So, lass mal los. Ich renn mal ein bisschen weg.
Oh, man sieht sogar, wie viel einen folgen mit den Punkten hier. Das ist cool gemacht. So, ein bisschen weg. Reicht das? Reicht das? Ah, wir warten mal ab. Okay, der eine ist da ganz hinten, die sind da. Mal abwarten. Okay, die sind ja eh hier unten. Da kann ich hier schon mal reingehen. Was? Odessa? Was, wo kam das jetzt her? Hier hinten? Ach, hier hinten. Ah. Hallo. Oh, da hinten ist ein Wolf. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Was ist denn los hier? Hau ab. Boah, was ist denn die für eine Waffe? Kann ich den Wolf auch treten? Boah! Oh, das fetzt. Oh, jetzt kommt der Giftmann. Boah! Ian, das ist deine eigene Medizin. Oh shit. Shit, shit, shit. Zack! Okay, vielen Dank. Boah. Penelope ist hoch. In Fleisch und Blut. Oder in. Oder Stoff, ja. Boah, das ist ja cool. So, gib mal her das ganze Zeug. Okay, haben wir alles? Oh, sieht so aus. Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man alleine unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ja, du schaffst es auch allein. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Meister. Ich bin Odessa. Benannt nach dem großen. Ja, übertreib nicht. So, brechen wir auf. Was willst du beim Palast? Was genau willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat. Der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet, mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Ach nein? Also kannst du schon mal kämpfen, das finde ich schon mal cool. Wir sollten zum Palast, solange wir können. So, da sind nur noch ein paar Wachen. Die machen wir natürlich noch kalt. Ach, Moment, wir können ja hier hoch. Aber wir brauchen ja nicht unbedingt Leitern. Hm. Die ruft nach mir, das ist ja cool. Wo bist du denn? Ja, ich muss den Auftrag erfüllen. Das ist meine Pflicht als Spartiat. Tschüss. So, da sind noch drei. So, wir treffen uns unten. Ach, denn der hier, der geht hoch. Aber wenn der hoch geht, mache ich das auch. Ich nehme den gleich hier mit. Oh! So, du bist auch dran. Na, ah, Vorsicht, Vorsicht! Da war doch noch einer.
Nimm erst den hier. Ja, sei mal still. Okay. Mit Breitaxt. Okay. So. Wow. Und... Ah! Stimmt, man kann extra Schaden machen, wenn man die irgendwo hinschmeißt. Nimm das Gift. Boah, das ist mega cool mit dem Gift. Aber wie gesagt, die Gegner haben auch Giftpfeile, da geht's gleich richtig zur Sache. So, haben wir hier alle? Was sind da hinten noch? Ja, ich bin ja schon da. Jagdbogen, ah, cool. Der war einfach hier so, ja, okay. Normaler, ah, jetzt haben wir wieder Pfeile bekommen. Wie viel? 17 insgesamt, okay. Das ist der? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du's? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Oh, jetzt ist er aber enttäuscht. Tja. Hm. Wow, die ist 3 Sekunden weg und ruft schon wieder. So, jetzt gehen wir zu deinem Boot. So, da hinten ist die Markierung und das ist dann bei ihr. Ah, okay. Mhm, mhm. Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Ja. Werd erwachsen, versuch es weiter, dann schaffst du es. Du siehst niedlich aus. Was ist denn, wenn ich das denn nicht mehr auswählen kann? Ich nehme jetzt erstmal das. Die sagt bestimmt, pa, mir doch egal. Du siehst niedlich aus, so als könnte sich dir nichts in den Weg stellen. Ich schätze es überhaupt nicht. Oh. Nett. Ja, ja, von wegen. Ich habe noch ein paar andere Wörter im Hinterkopf. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die zu dir passen würden. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wär's mit wunderschön? Das passt sogar noch besser. Die anderen verrate ich dir später. Ich hoffe, später kommt bald. Also, was denkst du? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt. Es gibt so viel, wonach ich mich sehne. Um Odysseus Größe zu erreichen, wo soll ich da anfangen? Finde deine eigene Größe. Größe bringt kein schlechtes Schicksal. Ich kann dir keinen Rat geben. Ja, finde deine Größe. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus leben, nicht um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Ja, 195 Drachmen, okay, eine kleine Odyssee-Quest abgeschlossen, 1700 drauf.
Ja, das ist immer die Sache bei diesen Rollenspielelementen. Das steht dann da und dann denkt man, na, gute Entscheidung. Und der Charakter legt das dann anders aus. Naja, dann ist es eben so. Was ist mit dem hier? Ich nehme jetzt mal das. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber... So. Mhm. Kehre zu Elpenor zurück. Das könnte ein Hinterhalt sein. Schauen wir mal, wie die Situation ist. Oh, gut gesprungen. So. Den Schmied? Nein. Das sind überall rote Punkte, dürfen nichts stehlen. Nein, 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 nein. Muss man kurz hier durch. Ah, hier ist wieder der Wächter, okay. Hier ist jetzt nichts drin. Da hinten ist er. Okay. Was? Hier unten? Nein, ich möchte nichts stehlen. Ah nein, der. Alexios, mit guten Neuigkeiten? Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand. Aha. Großer Geldbeutel. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Aber ich muss ja zu dir zurück, damit ich dann die Münzen bekomme und mir eine Süßspeise kaufen kann. Militärische Ränge bedeuten mir nichts. Ich bin Söldner, kein Mörder. Ja. Ich bin kein Mörder. Es gibt immer ein nächstes Mal. Also, was sagst du? Wer ist dieser Feldherr? Kannst du... Ja, warum ich? Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Ach, auf die Tour macht er das, okay. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Aha, okay. Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Okay. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Ich habe ein... Nein, ich habe kein eigenes. Ich habe das nur genommen. Das Einfache und jetzt das etwas Bessere. Ich habe kein Boot. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil.
Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Aha. Woher soll ich wissen, dass deine Seite die richtige ist? Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ach, bloß weil du mich bezahlst, denkst du, du stehst auf der richtigen Seite? Ah, ah, ah. Vor allem ist es auch immer witzig, wenn man dann liest, was hier steht, und dann sagen die das ganz anders. Krieg? Gegen wen? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kephallenia. Ja. Kann man das anders, kann man das abbrechen? Nein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Totentuch von Penelope. Weil in dem 2021? Oh, wow. Das große Buch. Aha. Ja, dann. Wir wollen ja dem Assassin's Creed-Style treu bleiben. Jetzt gucken wir erstmal durch hier. Oh, Stufe. Moment, was haben wir hier? Breitaxt. 4% Jägerschaden, das ist noch gewöhnlich. Was war das jetzt? 75, 17. X-Speer. Moment mal. Mit dieser wuchtigen Axt wurde schon Holz gehackt und so mancher Kopf abgeschlagen. Okay. Dieser Speer ist wegen seiner Vielseitigkeit und seiner Flexibilität ein häufiger Anblick in Kriegszeiten. Den nehmen wir mal mit jetzt. So, dann haben wir hier noch was. Den Bogen, den wir... Ach, den kann ich doch gar nicht nehmen. Wow, was für ein Unterschied. Okay. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Ach, kann ich auch noch nicht nehmen. Schwere spartanische Brustplatte. Okay, dauert ja nicht mehr zu lang. Aber den Helm können wir nehmen. Oder die Kapuze. Totentuch. Kopf sogar selten, ja. Attentatschaden plus 5, plus 4. Chance, den halben Schaden zu ignorieren. Und das können wir noch 4-mal upgraden. Das ist natürlich super cool. Gravieren können wir das noch. Das von Penelope gewebte Totentuch. Sie versprach nach der Fertigstellung einen Freier zu erwählen. Alles klar. Sogar farblich angepasst gleich. Nice. Na, das ist ja cool. Ja. Ja, das ist schon mehr Assassin's Creed Style. So. So, dann müssen wir die Quest noch aktivieren. Das große Buch. Nein, Quatsch. Der große Bruch. Odyssey Quest. Empfohlen Stufe 6. Beeindruckt von seinen Fähigkeiten bot Elpenor Alexios den Auftrag seines Lebens, einen Feldherren zu töten. Allerdings befand sich sein Ziel in Megaris. Alexios benötigt also ein Boot. Duelles Ziel. Sprich mit dem Schiffsbauer. Hohe Belohnungen. Legendäre XP. Ich brauche ein Schiff. Ich sollte den Schiffsbauer aufsuchen. Ja, machen wir. Ja, wie gesagt, das sind ja nur Wächter von hier, die müssen wir nicht umbringen. Ach, da ist hinten ein Schmied. Da gehen wir nochmal schnell zu dem Schmied. Und gucken, ob wir da was Gutes schmieden können. Bessere Preise gibt es nirgendwo. Naja, das sagst du dauernd. So, das haben wir schon geschmiedet. Ach, das können wir auch nochmal mitnehmen. Na gut, das werden wir alles mal ausprobieren. Aber die Dolche sind richtig gut. Die werde ich mal verbessern.
Wie viel habe ich davon? 100 und davon 1405. Ja, let's go. Ach, das ist so schön präsentiert. Okay. Achso, stimmt, das verschwindet ja dann von hier. Und ich bin bald 7. Da kommt das andere E dran. Wo waren das jetzt hier? 7. Ist das gar nicht mit dir drin, weil ich die Stufe noch gar nicht habe? Ah, sieht so aus. Und jetzt nochmal gravieren. Achso, nein, ich habe erst verbessert und jetzt gravieren. So rum. Ach, jetzt können wir das sogar mit auswählen. Kriegerschaden, Attentat, Adrenalin. Attentat. Der kritischen Treffer. Hier haben wir schon 4% Jägerschaden. Dann können wir nochmal Adrenalin reinschmeißen. Schnelle Manöver benutzt man diese kleine unscheinbare Klinge. Okay. Ja. Naja. Komm zu mir, wenn du etwas suchst. Woher haben wir diese Verletzung hier? Ach so, Moment. Bestimmt Bekleidung habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Wie sieht denn das eigentlich aus? Hallo. Achso, genau. Das Markierte, das haben wir jetzt an. Das ist auch ganz gut. Ja. Gut. Ab Stufe 7 können wir ja wieder ein paar neue Sachen nehmen. Da werde ich das jetzt noch lassen. Kritischer Schaden voller Gesundheit. Ja, okay, alles klar. Ich sagte doch, aufhören! Ah, du suchst Ärger, nicht? Nein! Ich möchte keinen Ärger. Ich bringe dich sowieso dann später um. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin zum Schiffsmeister. Da ist er ja. Hey, sprich. Ein schönes Schiff, Telemenes. Alexios! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Wenn der Preis denn stimmt. Ich muss von dieser Insel runter. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalinia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalinia. Hier finde ich immer wen, der eine Pechsträhne hat und umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Das wissen wir. Das sind nur Gerüchte. Glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht... Ja. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Aha. So bekommen wir da also unser Schiff. Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Zwei Fliegen, ein Schlag. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so einfach wird, aber machen wir mal los. So. Findest ihn in der Bucht.
Huch, das ist doch hier, oder? Schiffsdock? Oder gibt es noch eine andere? Nein, hier. Das ist ein bisschen komisch. Ach, na eben. Die Kapuze. Können wir das genauso machen? Nein, das geht nicht. Das ist fest. Okay, das sind verschiedene Bedingungen geknüpft. Hat Moment mal, da habe ich gerade noch was gesehen. Nahkampf, Bögen, Nahkampfwaffen. Achso, das ist schon vorhanden. Okay, Kopf, Arme, Gesamtattentat, Jäger, Krieger. Okay. Auf geht's! Zack, erstmal die Leute umgeschmissen. Ah. Ja, also das fällt auf jeden Fall auf, dass man diese Mission dann wirklich ein bisschen suchen muss, dann aktivieren und ja, dann dahin geht. Es sei denn, die sind irgendwie in einem gewissen Bereich, wo man selber ist. Dann wird es angezeigt, aber ansonsten. Moment mal, warum geht das hier lang? Ansonsten geht das schon. Gut, das Pferd würde wahrscheinlich jetzt noch 5 Kilometer weiter außen rum gehen. Versuchen aber direkt zu gehen. Ist das nur einer hier eigentlich immer? So. Boah. Also ich muss schon sagen, der Tritt ist richtig gut. Guck mal, wir müssen hier rüber. Komm schon. Ja, okay. Gehen wir hier am Strand entlang. Ja, hier schon das Lagerfeuer vorbereitet. Schön. Ja, die haben das eben so gemacht, so mit Hinweisen. Ich hoffe, es kommt wirklich irgendwas im Spielverlauf mit denen, die vor uns da waren, mit der ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Alten Zivilisation, das würde mich echt freuen. Okay, jetzt können wir wenig zügig gehen. Ich glaube, es beide wären ein bisschen neidisch hier auf ihn. Kann echt gut klettern. Schnee. Wow. Gott. Moment, wir müssen sowieso hier runter, oder? Ja, doch. Oh Gott. Bist in der Nähe? Ja. Herzlich Klopp. Den nehme ich mir vor. Ah, ich freue mich drauf. Wie gesagt, man kann die Sachen verbessern, dann nochmal upgraden und zusätzlich, ja, das ist schon fast wie so eine Spezialisierung. Müssen wir nochmal kurz hier ein bisschen trainieren.
Oh ja, nicht schlecht. Da ist schon wieder der König, oder wie heißt es? Banditenanführer. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ja, das stimmt. Eine Heldentat! Ich bin gerettet! Gern geschehen. Jetzt haben die umgebracht? Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Ja, dann müssen die weg, die dafür verantwortlich sind. Aber ich habe jetzt noch nicht entdeckt, dass es dieses Signalfeuer gibt, was man durch die Falle auslösen schädigen kann. Das scheint es gar nicht zu geben. Hast du eine Fährte? Hier kann wohl keiner vorbei. Oh Gott, was war denn das jetzt? Hast du eine Schere? Oh Gott. Ja, Tag! Ich kann doch nicht welchen Unterschied machen! Sie alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen. Hat der Zyklop gesagt? Hat er deine Gefühle verletzt? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Ah, mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst das? Ach du Scheiß. Dann hol's dir. Ach du Scheiße, Mann, Alexios, was, in welche Situation bringst du mich hier? Warte mal, hier. Ja, das habe ich noch nicht drauf hier. Ach du Scheiße. Boah! Ich dachte gerade hier an die 300, das war ja auch die Strategie. Boah. Oh! Ich habe den Angriff weggenommen. Das geht also. Das ist ja grandios. Zack, wieder weg. Oh, ist der aufgespießt? Das ist ja cool. Oh Gott, jetzt kommen so viele hier. Zack. Oh, er wiederholt das dann nochmal, falls ich daneben haue. Das ist natürlich. So, der ist schon mal hin. Ich auch, wenn ich nicht aufpasse. Oh, durch die Decke. Nein! Ah, verdammt! Oh, und eine Frau hat mich getötet. Krass. Also die Frauen sind ja mega krass. Also wer eine krasse Frau sucht, ist hier genau richtig. Boah, das war jetzt ein richtig cooler Kampf. Aber ich glaube, das war die, die von oben kurz runtergeguckt hat. Mann, ist das gut. Piraten und Banditen greifen sofort an, okay.
Aber der ist doch jetzt tot, das muss ich doch nicht normal machen, oder? Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das war auch eine ganz gute Methode. Und Leben hat es sogar regeneriert, wenn ich in dieser Phase bin. Das ist schon echt cool. Ja, ich muss das wirklich Tatsache nochmal machen. Dann nehmen wir vielleicht mal... Die Axt. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Oh, wir bleiben. Oh, oh. Nein, 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 bleib oben. Ah, okay. Weg mit dir. Morgenstern. So, jetzt haben wir es ja geschafft. Morgenstern, schwere Keule, selten. 81, Giftschaden, Kriegerschaden. Die Starren verleihen dieser Waffe das gewisse Etwas. Wow. Mist. Gehört mir.
wieder dieser Goldimpuls. Nett. Talisman der Artemis, okay. Schön, schön. Warte mal, hier unten ist noch einer. Lass mich raus! Ich bin noch kein Tier! Kann ich denn das überhaupt machen? Linker tot. Weil 10 mal 3 Gegner in einem Dralalala aus. Das sind nicht alle so schlimm. Beweise es, indem du mich zu meinem Bruder Davos eskortierst. Meine Drachmen gehören dir, wenn du das tust. Entschuldige, hier drüben. So, wir befreien erstmal den hier hinten. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kephallenia. Bei Zeus, diese kephallenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Zum Glück bist du auf meiner Seite. Barnabas. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Alexios, Söldner von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ganz Kephallenia hat deine Gebete gehört. Ich war nur rein zufällig am nächsten dran. Und du kämpfst rein zufällig wie Achilleus, während Zeus Adler um deinen Kopf kreist? Also warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für Unigus. Ich erzählte von meiner letzten Reise. Und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise. Wie
Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt sowas sehr persönlich. Hat. Er hat. Wo kommst du eigentlich her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat. War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Gesehen? Es. Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Also hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Und wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Okay, interessant. Jetzt können wir noch mal gucken, neue... Göttin der Jagd. Was haben wir hier? Es kommt ein Schiff gefahren. Cephalenia im vollen Stufe 6. Okay. Ein reicher Verbannter Athena fand sich im dreckigen, banditenverseuchten Cephalenia wieder. Sein Bruder war ebenfalls dorthin geschickt worden, doch war zum Opfer von Banditen geworden. Diskutiere Oneos in Sicherheit. Alles klar, das machen wir erst noch. Genau, mitgenommen.
Und der so trocken. Ornios, endlich wieder vereint. Dieser Söldner war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl ihn für mich, Davos. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle so schlimm. Jawohl. Ach, schade. Fast jetzt gereicht. Kefalinia. Das ist wirklich nicht Athen. Da hast du recht. So, da können wir gleich mal einen Sprung machen. Also optisch sieht das natürlich am besten aus, aber... Ja. So, dann werden wir hier noch diesen Bereich klären und dann war's das. Beute. Leger. Noch alles hier. Jawohl. Schaden und Gesundheit verbessert. Genau, das kann ich jetzt nehmen. Okay, das können wir im Menü machen, okay. Die Farbe angepasst. Nice. Cool. Sehr, sehr cool. Plus Ausguck. Hm.
den Schatz und den Anführer. Okay. Was für ein Finisher. Ist auch gut, dass das Spiel dich hinweist, wenn du noch was Besseres hast. Und du hast dann die neue Stufe, dass du dann weißt, okay, das kannst du jetzt anlegen. Hm, okay. Also ich finde ja so eine Optik besser als so hier, aber... Was ist für ein Gezucke hier? Schön. Das ist nicht so gut bei was? Oh ja, das klingt gut. Giften. Ja, wir nehmen jetzt mal das. Okay, L, B und B. Und das können wir noch einmal verketten. So, beim nächsten Mal wirft Leone das Speer auf einen entfernten Gegner, um 130% Attentatsschaden auszurichten. Kann zweimal verkettet werden. Okay. Hm, nicht schlecht. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Der große Bruch. Das hier. Die Odyssee. Elpenos Angebot war zu schön, um wahr zu sein. Verhindere für ein hübsches Zümmchen
dass der Wolf von Sparta Megaris einnimmt. Nur die Gründe kannte niemand. Zugehörige Quest, eine offene Schuld. Aha, okay. Drei Drachmen. Wow. Was für eine Fähigkeit. Drei Schätze brauchen wir noch. Siegerbeinschienen, okay. Können wir noch nicht verwenden. Geht's denn eigentlich hier hin?
Okay, wo ist der letzte Schatz? Rot abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ist das denn überhaupt dasselbe? Was ist denn hier? Selten. Okay. Mit Knieschutz. Reichtum des Bruders. Es ist ein echter Glücksfall, dass die pompösen Brüder ihren Reichtum nach Valenia mitbrachten. Also zumindest für dich. Na, Vorsicht. Na los, na los. Gut, dass wir in der Münztasche das Pferd haben.
Das Pferd löst sich dann auch nach einer Weile. Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Alexios! Ich hab gepackt und alles! Du willst mitkommen, oder? Wenn du gehst, gehe ich auch. Kefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Was würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann? Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich alleine machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komme schon klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Kara. Kara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Kommen wir nicht mehr nach Kefalenia zurück. Das hat der ja gesagt, dass man zurückkommt, aber wir versuchen es möglich zu machen. Positiv, optimistisch, motiviert. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halte dich bis dahin aus allem Ärger raus. Das mache ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Alexios! Du verlässt Kefalenia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Ja, er hat uns ja irgendwie gerettet. Na komm, wollen wir nicht so sein. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Alexios. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, mein Freund? Na. Bist du bereit? Beim nächsten Mal. Okay, Gamer Freunde und Ladies, das war's mit der heutigen Dreier-Session zu Assassin's Creed Odyssey hier direkt live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher. Und ja, wie gesagt, wenn es euch fetzt, dieses Projekt weiter unterstützen wollt, dann klickt auf das Gamerherz, werdet ein exklusives Mitglied der Gaming Lounge Community. Vielen Dank dafür und freue ich mich, wenn ihr wieder reinschaltet, wenn ihr wieder mit einem Live dabei seid im Chat aktiv und ja, wir eine wundervolle Gaming-Session haben. Beim nächsten Mal, nächste Woche geht es dann weiter, ich freue mich sehr drauf. Und dann, ja, gibt es dann halt wieder mal einen Wechsel zur Lara, zu den 100%. Aber Hauptprojekt ist jetzt natürlich Odyssey, was wir erst angefangen haben.
Und ja, im Anschluss werde ich das wieder auf die Tube hochschießen und da könnt ihr euch das gern auch nochmal da anschauen und gern konstruktives, gutes Feedback hinterlassen. Ja, und ja, das war's. Vielen Dank. Angenehmes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut und ciao!